So, hallo. Ich erkläre euch heute, wie ihr von Quadratzentimeter auf Quadratmeter umrechnen könnt. Dazu fange ich erst einmal ganz einfach an. Jeder von euch kennt sicherlich ein Zentimeter. Das ist umgerechnet 0,1 Dezimeter. Das heißt, Dezimeter ist ja die nächstgrößere Einheit. Deswegen wird das Komma um eine Stelle verschoben. Also hier steht normalerweise das Komma 1,0. Jetzt 1 nach links, also 0,1. Wenn ich es jetzt in Meter umrechne, muss ich ja wieder, weil es die direkt nächsthöhere Einheit ist, nochmal um eine Kommastelle verschieben. Also 0,01 Meter. Ein Zentimeter ist also 0,01 Meter. Bei Quadratzentimeter in Quadratmeter geht das Ganze etwas anders. Also ihr seht da immer die hoch 2. Das könnt ihr euch ganz leicht merken, denn dadurch müsst ihr auch immer das Komma nicht um eine Stelle, sondern um zwei Stellen verschieben. Also ergibt ein Quadratzentimeter gleich 0, jetzt eben zwei Stellen, 0,2, 0,1 Quadrat. Dezimeter und das wiederum gibt wieder zwei Stellen verschieben 0,0001 Quadratmeter. Ihr könnt es euch aber auch ganz einfach machen. Ihr rechnet 1, also 1 Quadratzentimeter mal 1 geteilt durch 10.000. Und das ergibt dann das gleiche in Quadratzentimeter. Also hier kommt das hin, was in Quadratzentimeter ist, und raus kommt die Zahl in Quadratmeter.